Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. Wir können uns noch nicht schlafen legen, wir müssen noch ein wenig warten, haben aber auch genügend Zeit, hier einmal die Sachen von den Baumfarmen wegzulegen. Nein, ich möchte das... Jetzt habe ich das Schild geändert. So. Ach, hier haben wir gar keine. Wir haben gar keine Äpfel hier. Gut, dann lagern wir sie wieder hier bei der Baumfarm ein. Soll uns recht sein, haben wir hier ein bisschen mehr Platz im Lager, in den Truhen. Und dann können wir uns jetzt schließlich auch jetzt gleich mal schlafen legen. Ja. So, wir haben auch, glaube ich, alles bis auf... Ja, bis auf Mauern. Cobblestone-Mauern fehlen noch. Haben wir Cobblestone? Nein. Hier vorne. So, machen wir uns mal ganz fix welche. Und da können wir auch ganz gerne ganzen Stack mit verbraten, denn die brauchen wir eh und wir haben auch gar keinen Nachteil, dass wir die Steinsäge nicht nutzen. Gut, dann legen wir uns kurz hin. So, und schon geht's weiter. In der letzten Folge haben wir nämlich hier hinten die Treppe zur Eisen-Golem-Farm weitergebaut. Da wollen wir auch diese Folge weitermachen, dass wir hier einen kleinen Fortschritt noch erzielen, dass das Ganze hier ein bisschen ausgeschmückt ist, dass wir hier auch das Gelände ein bisschen einplanen können mal, dass wir hier die Eisen-Golem-Farm weitermachen können und genau wissen, auf welcher Ebene wir hier den Boden reinziehen. Hier oben passt das ja schon mal sehr, sehr gut. Wir kommen genau hier an, wo wir auch diese Hilfsbrücke hier aus Erde platziert haben. Das ist sehr erfreulich. Jetzt müssen wir hier natürlich auch noch eine weitere Parzelle einmal anfertigen, dass wir, wenn wir von der Treppe runterkommen, auch hier aufgefangen werden und nicht einfach hier auf dem Gras landen bzw. hier gar nicht hoch können. Und das wollen wir jetzt einmal hier durchführen. Und ja, ich habe mich jetzt, glaube ich, hier gerade mal verklickt. Genau, ich denke, wir müssen hier unten weiter. Ja, wir gucken auch mal, ob hier drunter, genau, da ist das Holz. Das heißt, wir sind hier dann richtig, genau, hier ist der Boden. So, immer schön das Raster einhalten, dann passt auch im Endeffekt alles. Das ist immer so ein kleiner Trick. Gut, machen wir hier auch einmal die Erde hin, wollen wir das auffüllen und dann können wir auch direkt den Hang hier ein bisschen weiter runterziehen. Genau so. Sehr schön. Herrlich. Perfekt. So, die Erde können wir meinetwegen so lassen. Hier kommt nämlich Stein drauf. Das heißt, so, hier können wir dann immer Stein platzieren. Und dann haben wir das auch direkt hinter uns gebracht. Und hier fehlt dann noch eine weitere Säule. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 und hier kommt dann die Säule hin. Genau an der Ecke hier von der Eisengolem-Farm. So, wollen wir das auch so platzieren? Mhm. Sehr schön. Sehr gut. Das heißt, hier können wir schon mal Steine hinlegen. Das passt alles soweit. Die Akazie müssen wir mal schauen, ob wir die stehen lassen können. Ich möchte es nicht unbedingt fällen, wenn es nicht sein muss. So. Und ja, das sieht auch von außen dann ein bisschen schöner aus. Hier haben wir natürlich dann auch die Falltüren, die können wir dran platzieren. Hoppala, vielleicht von unten, so wie wir die anderen auch platziert haben. Genau, sehr schön. Und ja, wir können auch meinetwegen hier ein bisschen Erde oder so noch anschütten, dass wir hier auf der Ebene rauskommen. Vielleicht nehmen wir die auch gleich wieder weg. Müssen wir mal gucken. So, dann können wir hier einmal auch das Ständerwerk fortführen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier, ja, also ein paar Blätter, das ist ja gar nicht schlimm, das können wir ja wegnehmen. Ich würde sie jetzt auch nicht ganz fällen, sondern nur wirklich die Blätter, die stören, wegnehmen. So, dann haben wir hier... Stein. Und den Slab können wir meinetwegen auch schon platzieren. Wir können auch hier wohl in die Richtung gehen wir gleich noch. Wir können hier schon mal eine Fackel dran setzen und auch die Mauern, die wir hier gecraftet haben, schon mal oben lang platzieren. So, perfekt. Gehen wir hier hin, springen einmal runter und dann können wir auch hier, nachdem wir mal was gegessen haben, bevor wir hier nachher an Fallschaden sterben, ja, hier die Blätter, die können wir wegmachen. Die stören. Die müssen ja aber auch nicht sein. So. Können wir hier das Holzgerüst nämlich fortführen. Und dann gehen wir hier wieder hoch. So. Und dann können wir das hier auch bündig einmal abschließen. Und dann suche ich mir jetzt auch die Fackeln und die Falltüren. So, hier können Fackeln hin. Und hier unten dann auch die Falltüren dran.
So, nein, diese hier nicht. Auch von der Seite. Gut, dass wir die Blätter nicht weggemacht haben. So, dann stimmt das hier schon mal. Da können auch wieder Fackeln dran. Ja, zwei drunter, sehr schön. Und hier oben natürlich auch wieder. Ja, das ist auch schon mal fertig. So, sehr gut. Und da auch nochmal eine Falltür. Und dann haben wir das hier auch schon geschafft. Ja, dann müssen wir nur noch von oben hier einmal die Steine platzieren. Wie machen wir das jetzt? Wie kommen wir da wieder drauf? Ich würde sagen, wir nehmen einmal kurz hier den Slab weg und klettern hier über die Mauer. So. Da muss ich ja irgendwie zu helfen wissen. Jetzt fängt es an zu regnen. Gut, dass wir hier gerade im Savannenbiom sind. Ja, hier kommt kein Regen. So, sehr schön. Dann können wir das hier einmal machen. Und hier oben auch einen Slab draufsetzen. Sehr gut. Ich denke, dann haben wir alles. Wir springen einmal runter. Wir müssen hier vorne, wo wir den weggenommen haben, auch wieder platzieren. So, sehr gut. Und hier müssen wir mal schauen. Ich mache auf jeden Fall hier schon mal den Durchgang. Diesen Torbogen, den wir oben auch gemacht haben, der kommt auch hier wieder hin. Da müssen wir mal schauen, ob wir das hier so lassen oder ob wir den dann wegmachen. Ich denke, der stört hier nur. Allerdings sieht man dann auch das Holzgerüst. Da müssen wir mal gucken, wie wir das gleich umsetzen. Hier kommt auch wieder der Torbogen rein. So. Und dann ist das Ganze auch ein bisschen massiver. Sehr gut. Sehr schön. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Hier könnten wir auch nachher irgendwie noch eine Mauer setzen. Vielleicht haben wir hier auch die Cobblestone-Mauer. Die würde ja dann ein Durchdringen von irgendwelchen Kreaturen verhindern. Hier können wir auch gerne einen Durchgang lassen, dass wir hier unten Richtung Klippe kommen. Hier führen wir den Weg dann lang und dann können wir nachher hier von der Seite in die Eisengolem-Farm reingehen. Ich würde auch direkt um die Ecke gehen, gar nicht so weit, weil wir wollen ja auch einen relativ kurzen Weg zurücklegen und nicht einmal um die ganze Eisengolem-Farm drum herum laufen, um dann vielleicht mittig oder so reinzugehen. Das wäre ja widersinnig. Also das macht ja gar keinen Sinn. So, das haben wir jetzt alles. Ich gucke nochmal von außen. Haben wir die ganzen Details denn jetzt auch alle gesetzt? Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, das gefällt mir auch mit den Falltüren. Also sieht sehr, sehr schick aus. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ja, und dann haben wir das hier soweit auch fertig. Die Treppe zur Eisengolem Farm, die ist gesetzt. Sehr schön. Gut, dann können wir hier eigentlich mit der ganzen Erde, die wir noch zur Verfügung haben, in den Kisten einmal alles anschütten. Und hier, ja gut, das ist nicht so schön. Ne, wenn man jetzt hier aus dem Haus rausgeht, ich würde hier irgendwo noch einen Eingang reinsetzen. Am besten direkt hier vorne. Also hier würde ich, glaube ich, eine Tür reinsetzen. Das muss ich mal schauen. Ich glaube, das mache ich hier einfach mal weg. Wir haben ja hier schon ein Fenster. Hier ein Fenster macht keinen Sinn, dass man hier eine Tür hat und runtergehen kann. Genau. Und dann steht man halt im Regen direkt. Das ist doof. Wir wollen ja nicht im Regen stehen, wenn wir hier rausgehen. Wir wollen ja möglichst irgendwie trocken hier runter. Also, das jetzt alles überdachen würde ich jetzt nicht sagen, aber hier auf jeden Fall die Veranda hier, die Terrasse, die würde ich auf jeden Fall überdachen wollen, denke ich. Ja, wir können ja schon mal das Holzgerüst dafür einmal weiterziehen. Ja, setzen wir das einfach hier dran, dass wir uns das für später auf jeden Fall merken können. Okay, hier kommt noch ein Dach drüber. So, dann nehmen wir hier die Fackel noch weg und machen hier nicht nur eine Balustrade hin, sondern auch wirklich einmal, jetzt hätte ich das weiterbauen können, wirklich ein Dach drüber. So. Sehr schön. Gut. Ja, das gefällt mir. Ja. Das können wir auf jeden Fall so machen. So, und wir haben auch gar kein Holz mehr. Wir müssen ja die Holzfarm betreiben, sonst können wir das gar nicht hier weiter anzeichnen. Ja, meine Lieben, es fehlt uns nach wie vor immer wieder an Holz. Wir werden so viel Holz hier noch für das Haus auch verwenden. Also das ist unglaublich, wie viele Ressourcen hier reingesteckt werden können. Also ich denke mal, bevor die Nacht hier anbricht, fällen wir auch hier noch den einen oder anderen Baum, der uns hier gerade vor die Nase läuft. Und dann schauen wir, dass wir am nächsten Tag vielleicht auch die Terrasse vom Haus weitermachen. Wir haben ja noch Andesit übrig von unserer Minentour. Aus der, oh Gott, aus welcher Folge war das? Ich glaube aus der 106. Folge. Da waren wir, glaube ich, unten in der Mine. Und dann können wir das vervollständigen.
Ja, dann müssen wir mal schauen. Also die Baumfarm sollte dann auch wieder nachgewachsen sein. Ich muss auf jeden Fall mal eine Farming-Folge einlegen, dass wir hier genügend Holz zur Verfügung haben und die weiteren Folgen einfach nur bauen können. Das finde ich viel angenehmer auch und hier die Baumform immer zu betreiben. Zwischendurch geht das, das ist in Ordnung so als kleine Abwechslung. Das gehört mit dazu. Das ist ja auch Teil des Spiels. Aber wenn wir jetzt Mengen an Holz brauchen, ich würde es auch nicht irgendwie komplett skippen, also überspringen oder so schnell vorspulen lassen, dass man gar nichts mehr erkennt. Also ich bleibe dann schon bei meiner Geschwindigkeit, wenn ich etwas vorspule, dass man das noch nachvollziehen kann. Was passiert denn gerade, dass er nicht schlecht wird, wenn ich mich mal drehe? Und das will ich auf jeden Fall nicht noch beschleunigen. Das heißt, es wird früher oder später, ich hoffe, wenn der Replay-Mod endlich die API für Optifine auch, also der Fabric-Launcher endlich die API für die Optifine-Mod herausgebracht hat, dann kann ich auch den Replay-Mod wieder verwenden und dann sind solche Aufnahmen oder auch Folgen, wo ich nur die Baumfarm betreibe, möglich. Ja, das heißt, wir können, die würde ich auch verlinken, die würde ich gar nicht komplett zeigen wollen, weil ich farme eigentlich nur Holz. Wer mir das nicht glaubt, der kann sich die Folge dann gerne anschauen. Ist dann auch leichter für mich zum Schneiden. Falls was in der Folge Spannendes passiert, dann seht ihr das dann auch die Folge danach zusammengeschnitten. Das heißt, da wo ich wirklich die Baumfarm betreibe, das cutte ich dann raus. Ja, das heißt, ihr könnt euch die Folge anschauen. Ich werde sie verlinken, auf jeden Fall auch hochladen. Also es wird nicht mehr Zeit beanspruchen, wenn ich eine weitere Folge hochlade. Und ihr könnt, wenn ihr Interesse habt, natürlich zuschauen, wie ich dann im Zeitraffer die Baumfarm die ganze Zeit betreibe. Ja, für alle, die mir das nicht glauben wollen. So, ich lege mich kurz hin und da machen wir auch schon weiter. Ich bin kein Fan davon, wenn man im Survival hier ein Let's Play startet und dann auf einmal irgendwie kurz einen Cut macht und das Inventar ist voll mit irgendwelchen Ressourcen, keiner weiß, woher sie kommen, dann kann man die Zuschauer ja auch anflunkeln und sagen, ja, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, 3 Tage lang gefarmt, das Inventar ist voll. Dabei war man ganz kurz irgendwie im Creative-Modus, hat sich ein paar Stacks genommen und dann macht man weiter und stellt sich dann hin, ja, guck mal hier, ich habe sehr viel Zeit dafür verschwendet, hier Ressourcen zu farmen, das war sehr anstrengend und man betuppt sich zum einen selber und zum anderen natürlich auch die Zuschauer, das möchte ich nicht. Daher würde ich halt die vorgespulten Folgen einmal hochladen. Wir sind ja hier nicht im Creative, sondern wirklich im Survival und dann kann man auch wirklich nachvollziehen, ey, okay, ich habe das gefarmt. Also das liegt auf der Hand, du kannst es dir anschauen, da ist ja quasi der Videobeweis noch vorhanden. Das ist mir wichtig, nicht, dass irgendwie nachher jemand was Falsches denkt oder so und sagt, ey, der betuppt uns. Nein, ich spiele hier wirklich im Survival und ich will auch zeigen, dass ich das, was ich hier errichte, auch alles im Survival errichten kann. Ja, im Creative ist das wieder was ganz anderes, da kann man dann an einem Tag oder an zwei auf einmal alles hochziehen und das ist gar kein Problem. Im Survival ist es deutlich schwieriger. Man muss gucken, dass die Werkzeuge immer vorhanden sind, die Ressourcen und die Bäume müssen wachsen und es ist einfach ein ganz anderes Spielerlebnis und das sollte man dann auch nicht verfälschen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier das Inventar einmal im Zeitraffer leeren, dass wir hier uns einer anderen Aufgabe vielleicht noch annehmen können. Ja, dass wir hier Andesit austauschen und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben auch wieder fast ein Stack Holz hier gewonnen. Ich schaue jetzt nochmal in der Truhe, das hatte ich jetzt gerade vergessen, ob wir da nicht sogar noch Stufen aus Andesit haben. Oder Slabs? Nein, das sieht nicht so aus. Ich würde sagen, wir brauchen nämlich jetzt gleich ganz viele Stufen und Slabs für die Veranda. Ich würde die jetzt weitermachen. Die wird nicht aus vollen Blöcken bestehen, das ist ein bisschen zu massiv. So, schauen wir einmal hier beim Steinmetz. Schönen guten Tag. Verzeihung, ich mache die Tür wieder zu, damit es hier nicht so luftig ist. Und was machen Sie eigentlich auf der Kreissäge? Das ist sehr gefährlich, der Herr. Da kannst du ja froh sein, dass es keinen Schaden gibt. So. Polished Andesit. Okay, machen wir einmal Stufen. Einmal Slabs und vielleicht sogar nochmal Stufen. Ich denke, davon brauchen wir mehr. So, gut. Dann gehen wir mal nach oben. Oder brauchen wir Slabs mehr? Egal, wir haben noch ein Stack übrig. Ansonsten müssen wir in die Mine noch 9 farmen. Das ist ja auch gar kein Problem. Alles zu seiner Zeit. Und ja, hier ist die schöne Karte. Fehlt hier nicht sogar eine Karte? Ah ne, das hier oben haben wir noch gar nicht erkundet.
Stimmt, ich war gerade ein bisschen verwirrt durch die beiden hier oben. Nee, hier ist unsere Insel. Genau, wir haben sehr viel Meer außenrum. Hier ist quasi ein Landstrich hochgezogen. Und ich bin auch gespannt, es folgt bald eine neue Erkundungstour auch. Wir müssen hier oben noch den Norden erkunden. Und den Nordwesten auf jeden Fall auch. Nordosten sowieso. Hier sind auch noch zwei offene und hier unten können wir das auch fortführen, dass wir genau wissen, okay, hier in der Mitte, da sind wir und hier unten, das ist das Land, was wir noch erkundet haben. Wir befinden uns ja in der 1.20, das heißt auch Weltgeneration oder auch Ruinen oder versteckte Schätze, so die gibt es hier auch und das können wir auf jeden Fall auch hier oben dann generieren. Auch die neuen Biome, also Kirschbaumwälder oder so, die können wir dann auch finden. Kamele können wir finden, also alles, was jetzt aktuell in der neuen Version hinzugekommen ist, das können wir hier auch finden. Und das ist sehr schön, deswegen habe ich auch gewartet, bis wir hier den Norden erkunden, dass wir da vielleicht auch was Neues noch entdecken, dass da was anderes generiert wird und das fand ich auch sehr spannend. So, wir haben hier das mit dem Holz, das mache ich auch ganz kurz fertig, nicht, dass wir nachher denken, hier, was haben wir denn hier gemacht und hier soll kein Dach mehr hin. Nein, wir wollen das hier durchziehen bis zur Kante, mache ich es einmal so, sehr schön. Und dann setzen wir das einmal hier, zack, einmal hier dran und den letzten, dafür haben wir das Holz ja mitgenommen und dann gehen wir oben hin und versuchen uns mal an die Veranda. Ja. So, wir müssen auch eigentlich noch die Fackeln von unten platzieren, das hier, warum geht das jetzt nicht? Achso, sehr schön, perfekt. Ja, ich springe nochmal runter. Wir müssen nämlich hier die Fackeln platzieren, dass es hier bei Nacht auch nicht so dunkel ist. Das Holz brauchen wir nicht mehr. Ich würde sie einfach mal von innen platzieren. Ich denke mal, das reicht. So, wir müssen ja auch nicht unnötig viele Fackeln platzieren. Wir müssen eh schauen, wie wir das Dach hier konzipieren. Und ich denke, hoppala, wir gehen noch eins höher. Ja, wir müssen noch eins weitergehen, weil hier ist ja der Eingang. Wenn wir hier rauskommen und es regnet, dann stehen wir hier im Regen und da wären wir am Trockenen. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Also, nochmal eins weiter hier. Sehr schön. Gut, und Essen auch, wie immer, nicht vergessen. So. Sehr schön. Und dann wollen wir das hier auch verbinden. Und, ja, hier vorne kommt auch schon die Veranda hin. Und das bringt mich eigentlich auf die Idee, dass wir sie auch hier rüberleiten können. Wenn wir hier eh schon Dach drauf setzen, dann können wir auch die Veranda hier oben verlegen. Oh Gott, dann haben wir deutlich zu wenig Andesit. Aber deutlich zu wenig. Das reicht ja vorne und hinten nicht. Ach, Herr Jemini. Gut, gehen wir mal hoch, schauen wir mal, legen wir mal den... Wir haben auch nur wieder 4 Holz. Ach du meine Güte. So, aber langsam und stetig immer schön dranbleiben und dann kommen wir hier auch voran. Und die 4 Holzstämme, die können wir sicher auch hier schon mal irgendwo anbringen. Ja, einer fehlt jetzt, das schwebt jetzt. Sieht ein bisschen komisch aus, hätte ich mir auch sparen können. Habe ich nicht, ist nicht schlimm. So, und hier kommt jetzt eigentlich dann auch noch Holz hin. Oder wir machen die Fassade von unten, führen wir fort. Wir haben jetzt hier außen, gucken wir nochmal ganz kurz. Die Fassade nämlich nach innen gelegt und hier dann die Treppen. Das heißt, wir setzen hier vorne auch Treppen hin und da die ganze Veranda allerdings aus Andesit kommt, würde ich hier die Treppen auch aus Andesit machen. So, und dann einmal auch außenrum. Ja, wir decken das jetzt komplett einmal mit Andesitstufen ab. Und dann schauen wir mal. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wie ich das am besten mache. So, wo haben wir denn jetzt hier... die Slabs. Ich will eine Parzelle mal testweise hier vorbereiten. Bevor wir hier nachher die ganzen Stufen setzen. Das passt alles nicht. Das sieht gut aus. Das hier sieht komisch aus. Ich würde sagen, da setzen wir jetzt auch noch eine Stufe hin. Dann müssen wir die hier umdrehen. Ja, genau, dass das hier so rumgeht. Und das soll aussehen wie, hey, ich habe hier Beton gegossen. Ja, einmal so eine Terrasse gegossen. Das ist auf jeden Fall alles wasserdicht. Und ja, hier läuft man jetzt drüber und das sieht auch gar nicht so schick aus. Hier müssen wir auf jeden Fall auch irgendwie noch ein Geländer hinsetzen. Ich würde das jetzt so machen. Und hier ist ja die Säule drunter. Oh Gott, wie mache ich das jetzt am besten?
Ja. Kann man machen. Kann man machen. Wo ist die nächste Säule? Hier vorne? Okay. Dann würde ich das jetzt so machen. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ah, wie machen wir das denn? Nee, so geht das aber nicht. Okay, wir müssen das ändern. Also das hier oben mit der Balustrade, das gefällt mir schon mal sehr gut. Aber hier unten die Kante gefällt mir nicht. Die gefällt mir überhaupt nicht. Man hat gar keine Aussicht, man kann gar nicht drüber gucken. Das stört mich so ein bisschen. Das heißt, wir nehmen das jetzt einmal nochmal hier weg. Und da müssen wir aber auch das hier alles wegnehmen. Okay. Nee, so wollen wir es nicht machen. Ich habe eine Idee, wir machen es andersrum. So. Nehmen wir einmal. Die setzen wir jetzt. Und zwar von der Seite dran. Ist eigentlich irgendwas runtergefallen? Nee. So. Da auch nicht. Sehr schön. Wir setzen die von der Seite dran. So. Und von drinnen setzen wir auch Treppen. Und dann gehen wir hin und sagen, okay, das kommt jetzt hier. Hier kommt ein Geländer hin. Und das kommt jetzt... Es wird auch wieder dunkel. Es geht so schnell. Oh Gott. Ui. Das ist jetzt aber... So, machen wir das so. So. Und dann um die Ecke. Und wieder ein Slab. So, ich mache das jetzt noch zu Ende. Und dann legen wir uns schlafen. Ich möchte das jetzt unbedingt noch wissen, wie es aussieht. So. Also von drinnen perfekt. Dann können wir hier auch... Habe ich hier eine Fackel? Ja, herrlich. Gut, das passt jetzt noch nicht. Das müssen wir jetzt vielleicht noch ändern. Das ist jetzt an der Wand gesetzt. Aber hier können wir auch eine Fackel hinsetzen. Dann ist das hier ausgeleuchtet. Das ist ein bisschen runter. Und wenn man hier hochgeht, hat man eine schöne Aussicht. Und man kann sogar hier draufstehen. Sehr gut. Gut, legen wir uns schlafen. Dann schauen wir uns das Ganze von unten einmal an, ob das auch von außen gut aussieht. Und dann haben wir es auch schon soweit. Sehr schön. So, jetzt bin ich mal gespannt. Macht das hier einen guten Eindruck? Also von der Ferne sieht es schon mal gut aus. Ja, ach, du hast es nicht gesehen, du kannst es gar nicht beurteilen. Also hier von unten sieht es eigentlich auch gut aus, also mir gefällt es. Es passt, also die Ecke müssen wir noch vielleicht anpassen. Ja, die Ecke muss angepasst werden, definitiv. So, wir gehen mal ein bisschen weiter nach oben, von unten sieht man nicht allzu viel. Doch, doch, das passt. Also von unten sieht das auch schön aus. Ein schöner Abschluss. Das machen wir so weiter. Sehr gut, das gefällt mir. Könnt ihr gerne in den Kommentaren mal eure Meinung hinterlassen. Was haltet ihr hier von dem Geländer? Ich finde es eigentlich ist eine schöne Lösung. Also hier die Ecke, die müssen wir noch irgendwie ändern. Die passt noch nicht ganz so. Also ja, der Gedanke, dass das hier an das Holz reinreicht. Okay, verstehe ich. Aber... Ich denke, so sieht es besser aus. Schauen wir mal. Da hat es da einen Abschluss. Jetzt müssen wir nochmal runterspringen irgendwie. Oh, überleben wir das? Sicher. So. Und ja, jetzt haben wir unten natürlich das auch. Das sieht, nee, das sieht noch bescheidener aus. Dann müssen wir die untere auch noch ändern. Gut, ändern wir die untere auch noch. Schauen uns das Ganze nochmal an. Wenn wir das natürlich einmal festgelegt haben, dann können wir das beliebig... oft einfach wiederholen, langziehen. Wir müssen nur einmal irgendwie das Schema, was wir hier uns ausklügeln, festhalten und dann können wir das einfach duplizieren. So, das heißt, ich mache das jetzt einfach hier so angrenzend. Von drinnen sieht es aus wie eben. Hoppala, so gehe ich hier auch nochmal runter und vielleicht etwas weiter in die Ferne, vielleicht hinter das Haus, da sieht man es eventuell besser, ja, von hier vorne. Ja, das sieht doch schon mal deutlich besser aus. Also von hier sieht es gut aus. Gehen wir noch weiter hier in die andere Richtung. Wie sieht es von der Seite aus? Ja, auch. Herrlich. Seht ihr es? Das ist die Veranda. Sehr gut. Das gefällt mir. Das machen wir so. Gießen wir den Teil schon mal hier in Beton. Und habe ich Erde mit? Nein, natürlich nicht. Ja, es gibt einiges zu tun hier. Also es gibt so viele... Aufgaben, die wir noch erledigen müssen, bevor wir hier überhaupt das Haus mal fertig haben. Das wird auf jeden Fall noch einige Folgen dauern. Wir sind bei Folge 109.
Ihr seht es, wir haben nicht mal eine Etage vom Haus fertig. Wir haben es nicht mal eingerichtet. Wir leben immer noch im Lager, also im Rathaus. So, also das wird auf jeden Fall noch einiges hier an Zeit in Anspruch nehmen. Aber das ist auch gut so. Wer zu schnell fertig ist, der hat auch weniger Freude am Ganzen. So. Machen wir das hier wieder weg. Das hier haben wir ja falsch platziert. Gut, dass wir hier vorher mal eine Testparzelle errichtet haben, sonst hätten wir hier alles wieder abreißen können. Die Arbeit haben wir uns jetzt zum Glück gespart. Und dann wollen wir hier einmal nach außen das Ganze setzen. Sehr schön. Ich hoffe, das Andesit reicht noch. Ich denke allerdings, wir werden dann mit den zwei Sticks nicht hinkommen. Besonders auch, weil wir hier in der Mitte dann nochmal zwei Linien mit Treppen setzen müssen. Damit kommen wir auf keinen Fall aus. So. Und jetzt ist halt die Überlegung, gehen wir einmal außen herum. Ich würde sagen, machen wir erstmal bis hier vorne hin. Das muss ich mir überlegen, ob ich hier dann auch noch weitermachen möchte. Lasst uns das erstmal bis hier vorne fortführen. Das heißt, wir nehmen uns hier einmal die Treppen, machen schon mal hier das Geländer an der langen Seite fertig und den Zwischenraum, weil das wird auf jeden Fall Veranda. Das war so auch schon geplant. Alles andere ist jetzt hier dann spontan, sage ich mal. So. Es geht ja darum, dass das Haus nicht einfach so ein Block ist, sondern dass es hier in Etagenstufenweise nach oben geht und dann quasi mit dem Berg dynamisch nach unten verläuft. Das wollen wir jetzt dann auch gucken. Das können wir auf der anderen Seite natürlich auch machen. Da geht es ja auch abschüssig nach unten. Und gucken wir mal später bei. Also erstmal machen wir jetzt hier die Terrasse hier. Und dann wissen wir auch, wie viele Ressourcen wir dafür benötigen. So, dann haben wir jetzt falsch platziert. So, sehr schön. Schön hier um die Stützsäulen drumherum. So. Haben wir noch welche? Nein, wir haben keine mehr, aber wir haben es auch fast hier geschafft. Okay, für die Balustrade reicht es dann nicht mehr. Aber hier den Boden können wir schon mal ein wenig weiter einziehen. So, ausgeleuchtet darunter ist auch schon, dass da nichts spawnen kann. Das ist auch sehr gut. Da muss man auch immer dran denken. So. Oh, hier haben wir sogar noch ein paar übrig. Sehr schön. Perfekt. Und dann können wir hier auch welche hinsetzen. Hier kann auch einer hin. Der hier kann weg. Und hier drauf auch schon mal. Das hier geht nicht. Weil hier kommt dann auch wieder Stufen dran. Und entweder wir schließen das dann hier ab. Dann müssen wir das hier vorne nochmal wegmachen. Oder wir führen es fort. Wir haben allerdings auch kein Andesit mehr. Beziehungsweise wir haben nur noch fast ein Stack. Das wird definitiv nicht reichen, um hier die ganzen Dinge hier fortzuführen. Wir haben allerdings auch... Ja, wir haben auch gar keine Slabs mehr. Wir müssen Andesit farmen. Gut. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Super. Hier vorne können wir auch gerne noch eine Fackel setzen. Auch sehr gut. Und dann haben wir hier die Veranda schon fast vollständig beendet. Das freut mich. Sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir äußerst gut. Und wir müssen jetzt eigentlich nur in der Mine weitermachen. Wir müssen Holz farmen. Wir müssen Andesit farmen. Wir müssen... Okay, Cobblestone müssen wir jetzt nicht farmen. Wir müssen ganz viele andere Ressourcen vielleicht noch farmen. Ich denke mal, ja, hier haben wir jetzt die Diorite Decke. Wir können hier auch Birke einziehen. Allerdings würde ich vorher ganz gerne die Wände setzen, damit wir auch wissen, wie viel Birke wir brauchen. Und das Holzgerüst muss natürlich auch vorher stehen. Also wir können hier nicht irgendwie die Decke einziehen, wenn die Wände nicht stehen. Und das muss alles nacheinander kommen. Das kann man nicht auf einmal machen. Okay, schauen wir mal. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit übrig. Ich würde sagen, wir betreiben hier nochmal ganz kurz die Baumfarm, um hier das Holzgerüst weiterzumachen. Und dann endet die Folge auch.
So, meine Lieben, die Folge geht jetzt auch zu Ende. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Kommentiert gerne eure Meinung unter diesem Video. Und würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.